Und ich denke, im Großen und Ganzen gesehen sind Spinnen dann wahrscheinlich doch erst was für uns, wenn wir auch Drachen problemlos töten können. Weil sie halt einfach nicht wirklich schwächer zu sein scheinen. Scheiße! Zumindest sterben sie schneller, aber sie machen halt offenbar denselben Schaden. Oder was heißt denselben Schaden? Sie machen halt genau wie Drachen genug Schaden, um mich mit einem Treffer zu töten. Das muss nicht derselbe sein. Aber schon eine ganze Menge. Oh, danke. Danke für diesen Killmove. Ich hätte keine Chance gehabt, ey. Das sieht aus wie ein großes Spinnenloch. Nur zum Glück kommt da keine große Spinne durch. Also, als ich nach Ustengraf ging, so problemlos, ne? Habe ich eher erwartet, dass uns hier primär Trauge erwarten. Nicht, dass es einfach mal eine volle Spinnenhöhle ist. Dann wäre ich, glaube ich, noch nicht so früh hingegangen. Aber naja, wir haben es irgendwie geschafft. Da wird doch gleich sowieso ein Trauge auftauchen. Was? Krasse, coole Anlagen. Alter, geil. Es ist die Robe der Graubärte. Und ein Amulett von Talos. Außerdem noch weitere Kleidung der Graubärte. Das Problem ist, während wir die anhaben, die Robe der Graubärte. Ich kann ja mal kurz schauen, was sie macht, aber ich glaube, ich kann es mir schon denken. The Wearer's Tomb can be used more often. Ja, dachte ich mir. Das Problem ist leider, solange wir die anhaben, können wir den Harnisch aus des Erretters Haut natürlich nicht tragen. Ob es da wohl einen Set-Bonus gibt? Auf jeden Fall finden wir hier eine mysteriöse Notiz statt dem Horn von Jürgen Windrufer, das wir eigentlich suchen. Und da steht drin, dass ich jemanden treffen soll, der sich das Horn besorgt hat. Bei einem Inn, beim Sleeping Giant Inn in Weißlauf. Lass mal kurz unter Wasser schauen, wobei so tief geht's hier gar nicht. Auch nicht. So. Ich möchte mal kurz was testen. Mod Configuration, Skills Menu. Steht da, wie oft ich mein Tomb benutzen kann. Eigentlich können wir es auch anders rausfinden. Und zwar einfach gucken, was die Castzeit von Yol ist. 42 Sekunden aktuell. Und wenn ich das Amulett von Talos anlege, sinkt das auf 39. Okay, wenn ich jetzt auch noch die Robe der Graubärte anhabe, dann sinkt es auf 36. Heißt, die Robe der Graubärte ist genauso effektiv wie das Amulett von Talos. Wenn ich jetzt auch noch den Hut und die Boots anhabe, gibt es da einen Bonus? Ne, 36. Das heißt, Hut und Boots kann ich auf jeden Fall auslassen. Nur das Brustteil würde ich dann vielleicht wirklich tragen. Entfernt auch nur Saviour's Hide. Okay, so sehe ich dann aus. Geil, oder? Aber ich kann halt mein Tomb öfter benutzen. Das ist schon eine Menge wert. Segen von Talos hätte denselben Effekt, können wir uns leider nicht nehmen, weil wir so ein böser Bube waren. Orcish Shield of Dwindling Shock. Nehm's mal. Ich kann's gar nicht nehmen. Ich habe aber noch Tränke, die es mir ermöglichen, länger mehr Sachen zu tragen. Featherweight Deficient. Dürfte reichen. Ja. Gut. Knochenwehl war unwichtig für uns. Und jetzt beeilen wir uns ein bisschen. Wir haben's eilig, denn, naja, unser Trank schwindet natürlich mit der Zeit. Aber wir können das Tomb öfter benutzen und wir werden jetzt zu... Ach nee, wir müssen erst zu Delphin. Ich kann ja spoilern. Erst zu Delphin und dann zu den Graubärten.
Natürlich ein bisschen doof. Denn ich glaube, die Quest bei Delphine ist halt bereits Messer im Dunkeln, richtig? Nee, noch nicht. Noch nicht. Also wir könnten das machen und dann zu den Graubärten vielleicht. Wir schauen mal. Fakt ist auf jeden Fall, dass wir jetzt erstmal hier raus können. Diese Höhle, hier ist einiges schief gelaufen. Wir haben Eola verloren. Wir sind zweimal niedergeschlagen worden. War nicht wirklich gut vorbereitet darauf. Ich muss mir was überlegen, was wir machen können gegen diese ganzen, um unseren Rüstungswert halt einfach zu erhöhen. Und zwar recht flott. Wir haben jetzt bereits, naja, den Stein, das Sternzeichen geändert. Es reicht aber noch nicht. Wir müssen definitiv schauen. Auf jeden Fall müssen wir nach Riverwood und da sehen wir uns später wieder. Hi Leute und willkommen zurück zu Requiem. Ja, wir sollen uns treffen. Wir haben in der letzten Folge versucht, das Horn von Jürgen Windrufer zurückzuerhalten, aber es ist auf mysteriöse Art und Weise verschwunden und wir sollen jetzt die Person treffen, die das Horn mitgenommen hat. In der Notiz stand etwas davon, dass sie im Sleeping Giant Inn in Riverwood auf uns wartet und genau dort begeben wir uns jetzt mal hin. Das Problem ist, Riverwood gehört zum Fürstentum Whiterun und in Whiterun haben wir 5000 Euro Kopfgeld. Gold meine ich natürlich. 5000 Gold Kopfgeld. Kopfgold sozusagen. 5000 Kopfgold. Ja, nie so gut. Nie so gut. Aber ich denke, wir kommen damit klar. Wir haben ja nicht eigenhändig vorher noch extra irgendwie 3 Wachmänner nach Riverwood geschickt. Ja. Naja, wir werden damit klarkommen irgendwie. Jetzt erstmal hier kurz die Pferdekutsche suchen. Da ist sie auch schon. What's the Jarl going to do about it? Ist mir egal. Kommen wir später zu. Ich möchte nach... Warte mal, ich möchte... das geht nicht billiger. Ich möchte nach... Riverwood. Zum Glück generieren wir mittlerweile genug Gold, dass wir unsere Reisekosten relativ zuverlässig zahlen können. Ja, ich weiß, ich bin Level 12. Stimmt, wir haben außerdem Drachenschreie und so dazu bekommen, das war recht cool. Ah, und wir hatten, ich erinnere mich, wir hatten im Inventar einige Dinge, die wir gar nicht tragen können. Die Dinge hatten wir, glaube ich, deshalb, weil, genau, die Begleiterin, die diese Dinge ursprünglich trug, ist leider verschieden. Aus verschiedenen Gründen. Und, naja. So, meinen Umhang möchte ich immer dabei haben. Manchmal ist er einfach die bessere Wahl, manchmal nicht, meistens eigentlich nicht. Und eine Sache, die mir noch einfällt, sollten wir nicht ignorieren. Je öfter wir das Tun benutzen, umso besser werden wir darin. Ähnliches gilt übrigens für unseren Zauber hier. Tach. Sleeping Giant Inn. Come on in. Let me know if you need anything. Or take a seat by the fire and I'll send someone over. Hi. You're that visitor been poking around. Ich würde gern den Raum mit dem Schrank mieten. Attic room, eh? Well, we don't have an attic room, but you can have the one on the left. Make yourself at home. Schön, wie sie auch weiß, wo er sich befindet, relativ zu ihr. Sowieso nicht. Jemand hat dieses Bett geowned. Wir warten mal kurz hier drin. Was soll ich machen? We got rooms and food. Drink too. You're that visitor, Ben. Next to the door, the room on the left. Ah, next to the door, room on the left. Dieser hier wahrscheinlich. Ja. Genau, hier sollen wir auf die Person warten, nicht irgendwo anders. Keine Ahnung, was das gerade sollte. Lalalala.
denke mal, die meisten Leute. So you're the Dragonborn I've been hearing so much about. Hm. I think you're looking for this. We need to talk. Follow me. Okay, ich habe eine Quest gestartet. A Blade in the Dark. Und die Drachen beginnen zu spawnen, wenn ich diese Quest abschließe. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihr schon folgen darf. Ob das die Quest abschließt, aber wir werden es herausfinden. Hi. Now we can talk. Cooler Kleiderschrank. Ich weiß noch, das erste Mal, als ich den sah, dachte ich so, boah, wie geil ist das denn? Und verdammt, ja, es ist geil. Können wir uns die eigentlich nehmen? Oh, geil. Den werden wir alle mitnehmen. Dieser Raum wird leer sein. Vollkommen leer. Selbst das Stroh werden wir mitnehmen. The Greybeards seem to think you're the Dragonborn. I hope they're right. Surprised? I guess I'm getting pretty good at my harmless innkeeper act. Hm. Warum? Hier bin ich. Was willst du? I didn't go to all this trouble on a whim. I needed to make sure it wasn't a Thalmor trap. I am not your enemy. I already gave you the horn. I'm actually trying to help you. I just need you to hear me out. Ich habe gerade während einem Skyrim-Dialog Chips aus der Packung genommen. Wir hören ihr mal zu und dann werde ich das alles kurz nochmal zusammenfassen. Ich habe Hunger auf Chips. Like I said in my note, I've heard that you might be Dragonborn. I'm part of a group that's been looking for you. Well, someone like you, for a very long time. If you really are Dragonborn, that is. Before I tell you any more, I need to make sure I can trust you. Entschuldigung, es gab keine Alternative. Woher weiß ich, dass ich dir trauen kann? If you don't trust me, you were a fool to walk in here in the first place. Na, stimmt. Warum hast du das Horn aus Ustengraf genommen? I knew the Greybeards would send you there if they thought you were Dragonborn. They're nothing if not predictable. When you showed up here, I knew you were the one the Greybeard sent, and not some Thalmor plant. Hm. Und warum suchst du nach dem Dragonborn? We remember what most don't, that the Dragonborn is the ultimate dragon slayer. You're the only one that can kill a dragon permanently by devouring its soul. Can you do it? Can you devour a dragon's soul? Soll ich's dir mal zeigen? Good, and you'll have a chance to prove it to me soon enough. Okay, so, was gibt's? Dragons aren't just coming back. They're coming back to life. They weren't gone somewhere for all these years. They were dead, killed off centuries ago by my predecessors. Now something's happening to bring them back to life, and I need you to help me stop it. A few years ago, I said almost the same thing to a colleague of mine. Well, it turned out he was right and I was wrong. I know they are. I visited their ancient burial mounds and found them empty. And I figured out where the next one will come back to life. We're going to go there, and you're going to kill that dragon. If we succeed, I'll tell you anything you want to know. Okay, und ich denke, hier werden wir es pausieren müssen. You'll be back. If you're really Dragonborn, this is your destiny. Denn wenn wir das annehmen, ist sie wahrscheinlich unser Follower für die Dauer dieser Quest. Das heißt, wenn wir sie loswerden wollen, müssten wir die Quest beenden und würden damit die Random Dragon Spawns starten. Aber was sie gerade zusammengefasst hat, ist, dass sie Mitglied einer sehr, sehr alten Organisation ist, der Klingen, um genau zu sein, die schon damals die Drachen besiegt haben und die sie jetzt immer noch besiegen möchten. Die Klingen, warte mal, was war das? Genau, die Drachen sind nicht irgendwie weg gewesen und zurückgekehrt, sondern sie waren tot und sind wieder auferstanden. Und genau das ist das Rätsel dieses Spiels zu diesem Zeitpunkt. Warum stehen die Drachen wieder auf und was hat das Ganze, wenn überhaupt etwas, mit meiner Ankunft hier zu tun? Dem Strang können wir aber erst ein bisschen später folgen, denn gegen einen Drachen hätte ich realistisch gesehen noch keine Chance. Bisschen stärker als eine Frostbissspinne. Auch wenn ich übertreibungsmäßig in der letzten Folge das andere behauptet habe. Ich bin davon ausgegangen, dass man merkt, dass das Sarkasmus ist. Need a ride? Hi. Where do you want to go?
Ich möchte nach, bisschen rutschig hier. Ich möchte nach, Ivarstadt. Es ist schön und angenehm, dass Ivarstadt so wenig kostet von Riverwood aus. Und da wir jetzt in Ivarstadt sind, werde ich wieder die 7000 Stufen hochreiten. Das werde ich erneut offscreen machen, weil, naja, den Weg habt ihr 1:1 bereits gesehen. Wobei, Moment, es gibt hier noch eine Quest, die wir abgeben sollten. Er ist übrigens ganz witzig, aber zu ihm kommen wir noch. Also der Typ bei dem verfallenen Haus da hinten. Okay, Hochrotger ist weg. Ach nee, da. Ich war gerade etwas verwundert. Quest, die wir abgeben sollten, war Return to Klimek in Ivarstadt. So, Klimek, wo bist du? Er scheint tot zu sein. Nein, wäre er tot, wäre die Quest abgebrochen. Er ist irgendwie aber für den Questmarker gerade nicht auffindbar. Ich habe wahrscheinlich schon wieder... Genau, ich habe das nicht an. Das passiert mir immer wieder. Also, Klimek ist in Ivarstadt, um genau zu sein, da hinten irgendwo. Da. Ich schaue mir ihn an und merke nicht, dass er es ist. Nun gut. Ah, good to see you again. How'd that delivery go? Ich habe dein Zeug geliefert. Quite a climb, wasn't it? Anyway, much appreciated. Here, take this for your troubles. Alles klar, und jetzt werden wir wieder die 7000 Stufen nach oben reiten. Das aber offscreen. Wir sehen uns oben wieder. Wir sind bei Fabio von Wulfgar. Eigentlich heißt er nur Wulfgar. Ich habe keine Ahnung, wo Fabio von herkam. Fabio von ist sicherlich ein bekannter Maler, dem einen oder anderen. Fabio von... Stell mal vor, der Nachname ist wirklich von. Alle denken, jetzt kommt der krasse Adelstitel und du nur... Nö. Von, Fabio. Und alle nur... Ne, ach so. Nicht so gut. Auf jeden Fall laufe ich gerade auf den Kerzen von Wulfgar rum und es ist Dirty Dancing auf seinen geilen Dragonborn-Kerzen hier. Ich bin dein Held, ey. Du betest mich an, Mann. Ich sehe es doch. Ich sehe es in deinem Blick. Du bist mich gerade am Anbeten dran. Wie man so schön sagt. Was läuft hier gerade? Egal. Ignorieren wir das mal. Hi. Steh auf. Bist heute ein bisschen leise, ne? Ein bisschen heiser, oder? Was? Ah, you've retrieved the horn of Jorgen Munkel. Well done. You have now passed all the trials. Come with me. It is time for us to recognize you formally as Dragonborn. You are ready to learn the final word of unrelenting force. Da. Which means push. Ja, wir lernen da. Da ist es. Da ist da. With all three words together, this shout is much more powerful. Use it wisely. Master Wolfgar will now gift you with his knowledge of da. Wie genial es ist. Wir haben jetzt einfach mal Fußrot da. Das macht uns um einiges stärker gegen so manchen. You have completed your training, Dragonborn. We would speak to you. Stand between us and prepare yourself. Few can withstand the unbridled voice of the Greybeards, but you are ready. Vingra crossis aran strundu osi balan cro pran. Now. Now. Dumu Mufanu Dovaki Al Sulek Dokan Al Sulek Doshor Ark Nal Sulek Do Atmorazu. May Isnu Ismir
Dovahkiin. You have tasted the voice of the Greybeards and passed through unscathed. High Hrothgar is open to you. Alles klar, das war ziemlich cool, würde ich sagen. Und wir können jetzt Fußrot da. Endlich. Lang nicht mehr gezaubert. Wind, guide you. Habt ihr mich angebrüllt? Was soll denn das? We spoke the traditional words of greeting to a dragonborn who has accepted our guidance. The same words were used to greet the young Talos when he came to High Hrothgar, before he became the Emperor Tiber Septim. Und was hast du gesagt? Ah, I sometimes forget you are not versed in the dragon tongue as we are. This is a rough translation. Long has the storm crown languished, with no worthy brow to sit upon. By our breath we bestow it now to you, in the name of Kain, in the name of Shor, and in the name of Atmora of old. You are Ismir now, a dragon of the north. Hearken to it. Das ist cool. Ich würde gern mehr über die Stimme lernen. You have learned so much already, Dragonborn. Growing your gift too quickly would be dangerous. Ah, komm schon. But there are many words of power in Skyrim, carved in the dragon tongue. Ja. Finding these lost words would be a sufficient test to temper your abilities with experience. Ask when you are ready to search. Alles klar. Sky guard you. Wir sind jetzt um einiges stärker als vorher. Ich möchte das mal kurz zeigen. Fußrodar! Ich liebe es. Ein volles Fußrodar. Damit können wir Gegner einfach durch die Gegend schleudern. Das wird noch ein Hauptsache, ich gucke erstmal in den Pferdearsch rein. Wenn du in den Pferdearsch guckst, guckt der Arsch auch in dich rein. Das wird noch ein großes... Nein, was will ich eigentlich sagen? Ach ja, das hat uns um einiges stärker gemacht. Vielleicht sogar stark genug, um nochmal die Molag-Bal-Quest zu probieren. Ich weiß es nicht, vielleicht auch nicht. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal runterreiten dürfen und mache auch das wieder offscreen. Wir sehen uns dann unten.